Ach ja. Diese Einliner. 15 Munition. Super. Oh, was freue ich mich. Soll ich mir zumindest die... Merchant! Hallo. Welcome. Ich freue mich, dich zu sehen. Got some rare things. What are you buying? Egal, ob du rare things on sale hast. Ja. Was? I'll buy it at a high. Danke. Thank you. Da kannst du drei von haben. Is that all? Thank you. Und die kannst du auch komplett haben. Thank you. So. What are you buying? What are you buying? Schatztarte, na, brauche ich jetzt nichts. Aber ich brauche ein Erste-Hilfe-Spray, brauche ich auf jeden Fall. Einmal. Is that... Ja, zweimal auf jeden Fall. So. Thank you. What are you buying? Und dann kannst du mir noch... Is that... Die Feuerkraft kommt. Thank you. Oh, come back anytime. So. Jetzt müssen wir ihn zumindest einfach bis hierhin verfolgen. Das ist schon mal ganz gut eigentlich. Ich hoffe ja, ich hier irgendwo noch Munition finde. Notiz des Karalans. Okay. Mitglieder der Familie Salazar sind seit vielen Jahren Kastellane dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens El Lysodamos, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatte. Der erste Kastellan beraubte sie ihrer Rechte und ihrer Macht. Als Anhänger der Religion und als achter Kastellan fühle ich mich damit verpflichtet, für diese Stunde zu büßen. Die beste Buße war... deren die Macht wiederzugeben, die wir einst entrissen haben, den Los Immunanados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die einst versiegelte Los Bragas zu verjüngern. Durch diesen Erfolg war ich in der Auferweckung denjenigen einen Schritt näher. Ich ließ den Los Bragas aus den Tiefen der Burg raus und gab ihn Lord Sadler, und um für die Sünden meiner Ahnen zu büßen, aber auch weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Welt retten würde. Als Sünder durch die Macht der Los Bragas gerettet und die Seelen läutern, auf dass die Welt ohne Sünder sein, so wie es sein soll. Die Geläuterten sollen Ganados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Und wenn der Lord die von ihm erträumte Welt erschaffen hat, sind die Sünden meiner Familie gesünd. Ja, das ist ein interessanter Typ. Du hast einen Schlüssel, den ich gut gebrauchen kann. Na super. So, lass mal hier rein. Aha. Geld, gib mir ihm lieber. Gib mir lieber Heilung, das ist viel besser. Gib mir gar nichts, der Typ. Finde ich äußerst nett. Noch Fragen? Ich glaube nicht, oder? So.
Ah, jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Die feige Sau. So. Habe ich erwischt schon noch, keine Sorge. Ja. Will ich schon nicht benutzen. Oh, eine ganze Menge Geld. Klingt immer, als wenn ich Go Hitler sagen würde. Aber ist ja nicht so. Ah, wunderbar. Wunderbar. So. Wo könntest du Arschloch sein? Einmal. Ja, wunderbar. Haben wir wenigstens wieder komplette Munition. Das ist ja schon mal etwas wert. Ein Seitenkristall. Komm ich hier, oder komm ich hier raus? Nee. Vielleicht kann man den Weg abschneiden. Ne, ich bin zurückgelaufen. Okay. Bin zurückgelaufen. I'm sorry. I'm so sorry. Aber vielleicht, wenn ich hier lang gehe. Ha! Warte! Ja, verdammte Scheiße! Viel Ärger, dann kann er ihn haben. Oha. Du bist Ärger, alles klar. Mit dem Laufen eindeutig schneller als du. Also daher würde ich mich gleich. So. Danke. Ah, er hat sich so sicher gewogen. Versucht, such sicher. Eindeutig. Ja. Jetzt können wir ja wieder nach oben. Und da hinten den Schlüssel benutzen. Also, das läuft doch. Eindeutig. Leon ist bereit. Und die Füße sind hoffentlich in zwei. Jo, ja. Nutzen wir da halt mal. Können wir eigentlich einen der Schätze miteinander kombinieren? Vielleicht kombinieren. Yo! Yo!
Nein. Ich glaube, der ist sogar kompletter Schatz. Ich glaube. Ein Seitenkristall, hier ist nichts drin. Dann. Das wieder eine ganze Menge Geld drin. Oh nein. Das einzige Rätsel, was wir drin haben. Das müsste nicht sein. 6 Opfer bringen neues Licht. Okay. Nein. Ja. Ja, noch relativ flott. Weil das ein ziemlich krankes Rätsel ist, ich meine. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise. But I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Okay. Ich glaube, das hat jetzt auch mal gezeigt, dass. Dass ihr mit mir nicht alles machen könnt, was ihr wollt, oder? Heilige! Was nehme ich denn? Ich nehme den weiter da hier. Ah, jetzt sind auch noch Bogenschützen dabei, Armbrustschützen dabei. Super. Na super. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal das hier. Mal, ihr rennt jetzt nicht weg, weil. Genau das wollte ich nämlich erreichen. Erwischt habe ich dich dennoch. So. Stopp. Ich glaube, wir müssen einmal hier den Knopf zu sein. Drauf gucken. Genau.
Heilige! Mal ein bisschen hier drecksen, damit wir mal unsere Ruhe haben. Wir wollen ja schließlich nicht, dass sie Mr. Kennedy umbringen. Wrestling-Fans wissen, was ich hiermit meine. Kennedy.